Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Submerged, Folge 6, glaube ich, müsste es sein. Ich weiß gar nicht, wo haben wir denn, haben wir beim letzten Mal hier aufgehört? Ich habe eine kleine, längere Aufnahmepause jetzt gehabt und ich werde mal die Leiter erklimmen. Ich glaube, waren wir hier oben schon? Ich weiß gar nicht. Ich freue mich natürlich, dass ihr die Videos natürlich fleißig guckt. Ich hoffe, nee, ich dachte, das Aufnahmeprogramm. Ach, stimmt. Ja, stimmt, hier oben waren wir schon, ja. Stimmt. Ich wollte mal kurz durchs Fernglas schauen. Da unten ist nämlich ein Boot-Upgrade, was wir uns wahrscheinlich jetzt holen werden. Hui! Und wir haben herausgefunden, dass wir... Nein! Was machst du denn da? Wir haben herausgefunden, dass wir halt Vorräte bzw. Überlebenspakete sammeln müssen für unseren Bruder. Taku, glaube ich, heißt er. Und, wir natürlich hier versuchen zu überleben und wir sind ja seit letztem Mal etwas kränklicher geworden. Wir haben nämlich wir haben durch unsere Erkundung ja blaue Hände oder beziehungsweise grün-bläuliche Hände, bläuliche Füße bekommen und ich habe eine Vermutung, dass es eventuell, wie gesagt, ist nur eine Vermutung, dass es eventuell ja, an den Klettereien hier, an den Wasserzuständen der Stadt liegen könnte, weil wir laufen ja hier barfuß und haben natürlich auch keine Handschuhe an und... wo waren der? Ach, hier war das, genau. So. Und haben wir noch rausgefunden, dass diese Überlebenspakete halt storybedingt sind, deswegen möchte ich gerne erst die anderen Sachen alle sammeln, alles collecten. Und ich bin immer noch sehr schwer beeindruckt vor allen Dingen, schwer beeindruckt von, ja, der Kulisse für ein Indie-Game. So, da geht's rüber. Und das kann ja auch nicht gesund sein, hier an diesem grünen Moos hier die ganze Zeit lang zu klettern. Habt ihr das rechts im Bild gesehen? Was war das? Soll ich da wirklich hingehen? Und wo ist der hingegangen? Da ist eine Wand. Hä? Was? Wie kann der durch... Kann der durch die Wände gehen? Der ist hier durchgegangen. Wer auch immer das war. Ist das vielleicht ein ehemaliger Bewohner dieser Stadt? Den man nicht retten konnte? Der sich vielleicht infiziert hat mit irgendeinem Virus oder so? Kann das sein? Ist es möglich? Und, wo muss ich denn jetzt... Wo muss ich denn... wo muss ich denn nochmal lang und wohin? Ich habe schon wieder meine Orientierung verloren. Ja, ist ja gut, lieber Wal. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass du da bist. Ja, ja. Ich glaube, hier müssen wir runter. Also die sind mir nicht ganz geheuer, die Einwohner hier, oder wer auch immer, ich nenne dich jetzt einfach mal ein ehemaliger Einwohner. Die ehemaligen Einwohner. Huch, was war das? Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht auch. So. Das heißt natürlich, wir müssen natürlich auch hier oben dann nochmal irgendwann mal hin, um das Überlebenspaket zu holen. Weil aber doch erstmal wir jetzt die, ja, anderen Sachen einsammeln. Jetzt, So, wo war denn jetzt das mit dem Boot-Upgrade? War das da gewesen? Und da kommt wieder die schöne Musik, die uns wieder total beruhigt. War das hier? Ja. Hui. 6 von 26, also noch 20 Boot-Upgrades. Schau mal eben schnell auf die Karte. Wir sind unten links. Da ist auch noch ein Buch. Okay. Das Buch müsste aber eigentlich... Liegt das hier? Nein, das Buch ist hier auf dem Gebäude. Nein. Aber das haben wir doch schon, oder?
Das müsste hier liegen. Verdammt, jetzt müssen wir doch nochmal darauf. Ach, wisst ihr was, das tun wir später, wenn wir nochmal... Wir müssen ja eh da nochmal hoch wegen dem Überlebenspaket. Dann gucken wir mal, dass wir vielleicht hier erstmal das Buch sammeln, was da ist. Ich sehe es nämlich schon leuchten da oben. Und es wird so langsam wieder Nacht hier in der Stadt, deren Namen wir ja immer noch nicht kennen. So, jetzt aber... So. Und nun gehen wir mal hier rauf. Jawohl. Hier haben wir ein neues Bild. Sonne. Sonne mit Zacken. Wer weiß, was das bedeutet. Vielleicht werden wir es herausfinden. Hallo? Hallo, ich möchte gerne darüber. Sehr schön. So, dann steigen wir mal wieder ins Bötchen ein, gucken noch mal eben schnell auf die Karte. Da oben sind noch ganz viele Sachen in die Richtung. Und es stürmt, gewittert wieder. Verdammt. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass ich tausendmal auf die Karte gucke, aber ihr wisst ja, wie es bei mir ist mit meiner Orientierung. Hier soll noch irgendwo ein Boot-Upgrade sein. Ich frage mich nur, wo. Hier soll das irgendwo sein. Ich schau mal eben, ob das... Waren wir auf dem Gebäude nicht schon? Nee, waren wir doch noch nicht. Ich dachte, das wäre das Krankenhaus, aber ist es nicht. So. Wo ist denn das? Ach, hier ist das Boot-Upgrade. Sehr schön. So. Nochmal eben schnell geschaut. In die Richtung, da sind noch ganz viele Bücher. Dann wollen wir mal. Wie kommen wir darauf? Gibt es hier irgendwo einen Anlegeplatz, wo wir andocken können? Ja, sehr schön. Hui, mit dem kleinen Fischerbötchen. So. Da sind wieder die Glühwürmchen. Jetzt muss man natürlich erstmal schauen. Und falls sich jetzt viele fragen, wann ich das aufnehme. Ja, es ist sehr warm. Und ich glaube, es sind gefühlte 40 Grad hier in dem Studio. Da ist ein Buch. Schon gesehen. Das heißt, wir müssen erstmal gleich gucken, dass wir da irgendwo hinkommen. Ah, Moment. Okay, alles klar. So. Es ist dunkel und stürmisch geworden. Kommen wir hier rüber? Oder ho? Hallo? Ich sehe nix. Ingolenzenkamera. Aber hier kommen wir rauf. So. Wir müssen das noch im Hinterkopf behalten, dass da das Buch ist auf der linken Seite, dass wir jetzt nicht da... Waren wir hier nicht schon mal gewesen? Nach unten kommen wir nicht, okay. Hier würden wir weiter nach oben kommen, aber ich möchte erstmal hier... schauen, ob wir hier zu dem Buch gelangen. Und das sieht sehr gut aus. Ganz vorsichtig. Aber das Gebäude ist nicht so grün wie die anderen, ne? Obwohl hier zwar auch alles wächst. Oh, da kam die Flut und alle sind ertrunken. 25 von 60, da haben wir schon jede Menge gefunden. So. Ich habe noch ein bisschen... Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe vor der Aufnahme... Wo geht's denn hin? Hier geht's auch noch weiter.
Ich muss gestehen, ich habe vor der Aufnahme einen Nudelauflauf gegessen. Mir klebt noch immer der ganze Oregano noch immer zwischen den Zahnlücken. So. Da geht's auch nach oben, weil hier sind so viele Wege. Und hier auch. Oder kommen wir hier wieder nach unten zum Boot? Ich muss mich erstmal so ein bisschen hier orientieren, also wenn es überhaupt geht. Und okay, hier geht es nirgendwo lang. Haben wir das auch mal gesehen? Sind wir wenigstens auf der sicheren Seite, dass wir da jetzt nichts übersehen haben. Ich gehe mal hier lang. So. Die ganzen Monumente müssen wir ja auch noch finden. Wir haben ja, glaube ich, wie viel haben wir gefunden? Zwei. Wo geht's denn jetzt weiter? Ah, okay. Da ist noch ein Buch. Haha. Haha, ja. Ah. Haha. So. Sehr schön. Ja, ich glaube. Ja. Ah, da hätten wir von da aus hochkommen können. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Das war so eine dunkle Ecke, war das gewesen. Da war ich mir jetzt nicht im Bilde. Okay, da ging es aber jetzt so nicht weiter nach oben anders. Ne, das war nur für die Richtung. Okay, so. Dann müssen wir mal schauen. Hier ging es auch noch irgendwo hin. Eins müsste, glaube ich, noch hier oben irgendwo sein. Da geht's auch noch rum. Wo geht's? Ach ja, das, von da sind wir ja gekommen, ne? Ich frage mich gerade, wo wir... Was das für einen Sinn jetzt macht, diese Plattform hier? Okay, da kommen wir gar nicht hin. Was macht das denn für einen Sinn, hier hinzugehen? Hm. Ach so, okay, alles klar. So, dramatische Musik wieder. Wir sind immer noch auf der einsamen, ja, Insel kann man ja nicht sagen, in der einsamen Stadt der verlassenen Herzen. Konnte man da jetzt reingucken? Nee. Ich dachte schon. Uah, uah. Ich habe immer Angst, dass wir runterfallen. Ist hier vielleicht noch ein Buch oder so? Wer wir sind, wo wir herkommen, wissen wir immer noch nicht. Verdammt, wo ist denn dieses letzte... Ach, da sind noch zwei Bücher hier oben. Okay. Frage, die sich jetzt mir stellt natürlich, wo kommen wir hier hin? Ist es so klug, hier sich lang zu baumeln? Und der Mond scheint auch so, dass wir ein bisschen mehr was sehen. Atlas Island. Stimmt, da waren wir ja schon mal. Weiß gar nicht, Folge 3, Folge 4 war es, glaube ich. Und da haben wir noch ein Buch. Sehr schön. Stürmisch. Würde ich jetzt mal behaupten, dass stürmisch damit gemeint ist. So, das heißt erstmal wieder zurück. Wir können da auch nach unten. Obwohl müssen wir ja, von da sind wir ja gekommen. Und da oben leuchtet, da leuchten auch noch ein paar Sachen. Da ist auch noch ein Buch, da auch noch. Da müssen wir auch noch hin. Und da oben ist noch ein Überlebenspaket und da, glaube ich, ist auch noch ein Buch. Das richtig sehe. Okay. So. Sie hatte, glaube ich, gerade irgendwas geflüstert gehabt, aber ich konnte es nicht... Ich konnte es nicht,
Wo geht's denn weiter? Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Hä? Müssen wir doch nicht da wieder zurück? Müssen wir irgendwie woanders lang? Okay. War doch falsch, wieder zurückzugehen. Ich dachte irgendwie, dass wir... Na, ich soll ja nicht so viel denken, stimmt ja. Ich habe vermutet, dass wir da lang kommen. Oder dass wir da lang müssen. Jetzt ist nur die Frage, wo kommen wir dann hier hin? Ging es da irgendwas weiter, vor allen Dingen irgendwie weiter? Habe ich da irgendwas übersehen? Hier vielleicht? Oder hier vielleicht? Ah, hier. Und nochmal. Ja, sehr schön. Ja, manchmal muss man sich ein bisschen genauer umgucken. Okay, geht's nur hier lang? So. Und es fängt schon wieder an zu schütten und zu regnen. Das ist aber auch eine stürmische Stadt hier und eine regnerische Stadt. Da möchte ich, glaube ich, nicht wohnen. So. Hallo? Hallo? So, jetzt nach oben. Ich lasse mich echt mal überraschen, was das mit diesen, ja, Monstern, Einwohner zu tun hat, die man da ab und zu mal sieht. Ist hier unten noch ein Buch? Nee, ne? Eins müssen wir ja noch finden. Die Frage ist nur, wo ist das? Ist es weiter oben? Ist es hier vielleicht? Schau mal auf die Karte mal eben. Ne, das Buch müsste... Warte, ich guck mal in die Richtung. Ja, in die Richtung müsste das Buch sein. Das kann natürlich hier oben liegen. Das kann aber auch... Ich laufe jetzt quasi genau drüber. Ich schau mal eben, ob ich es irgendwo sehe. Wenn ich genau drüber laufe, kann es normalerweise auch hier oben sein. Jetzt weiß man natürlich nicht auf der Karte, der Pfeil, was es bedeutet. Die Spitze sind wir oder genau der Mittelpunkt vom Pfeil? Das kann natürlich alles bedeuten. Ich vermute mal, dass es vielleicht doch ganz oben ist. Weil hier, wenn ich hier runterschaue... Nein, ich glaube nicht. Kommen wir denn irgendwie rauf? Hier waren wir, glaube ich, schon auch. Es könnte ja nur noch oben sein, wenn dann... Hm? Husch, husch, ihr Tauben. Und es wird immer windiger hier oben. Windiger und stürmischer. Ja, sehr schön. So, ich schaue nochmal eben durchs... Ja, was haben wir da? Da ist auch noch was. Noch ein Büchlein. Und da haben wir auch noch was. Ich glaube, das wäre das nächste, was wir uns auch holen werden. Schau mal ganz schnell. Man sieht auch, wie grün das Wasser ist und so ein bisschen so runtergekommen. An manchen Stellen. Das mag nichts Gutes heißen. Das sieht auch geil aus im Hintergrund. Die das ist ja die Figur, die große Statue. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch. Die wir ja... begutachtet hatten. So, gut, dann hätten wir das. So. Dann können wir jetzt eigentlich auch wieder runtergehen zum Boot und uns das eine Buch holen, was wir da gerade markiert hatten. Uah. Ich hoffe, ich laufe gerade richtig, um runterzukommen. Ich glaube eher nicht. Na, wir müssen da runter. Hallo?
Es wird wieder Tag, diese... Hallo? Hallo? Ach, ich komme da gar nicht rauf, oder wie? Na, schön. Toll. Ach ja. Ich sehe nichts. Kommen wir hier rum? Ja, sehr schön. Können wir vielleicht hier wieder zurück zum Boot gelangen? Mal gucken. Dass hier aber auch so viele Wege gibt, hätte ich jetzt nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ist schon spektakulär und sehr beeindruckend. Wie ich es ja immer wieder sage. Und vielen lieben Dank an die Leutchen, die das Video gucken oder die das Let's Play hier. Dankeschön nochmal daher. Und auch immer vielen lieben Dank für die ganz netten Kommentare von euch. Dass ich toll sei oder so. Oder dass halt... Dass ich super Let's Plays mache. Vielen lieben Dank. Aber das bin ich gar nicht. Ja, also ich bin jetzt nicht hier einer der... Wow, hey, Bob. Komm mal. Coolster Let's Player ever oder so. Das bin ich nicht. Nein, auf keinen Fall. Also mir macht das einfach Spaß mit euch zusammen. Hier so ein Spielchen zu spielen. Beziehungsweise euch zu zeigen, euch mitzunehmen auf unbekannte Weise, unbekannte Reisen und ja, ich hoffe, ihr habt natürlich dann auch Spaß dabei und das gebt ihr mir natürlich immer wieder, wenn ihr Kommentare schreibt und da freue ich mich auch immer wieder drüber. Hui, Delfine. Und da möchte ich mich auch einfach nochmal recht herzlich bei euch bedanken. Das ist einfach so lieb von euch. So. Jetzt schauen wir mal. So. An der Ranke nach oben zum nächsten Buch. Eine neue Geschichte der Stadt. Und da haben wir eine Sonne. Die Stadt der Sonne? Kann das das vielleicht bedeuten? Die Stadt der Sonne? Man weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sachen zu sammeln. Wir haben schon ein paar Sachen auch gefunden. Die Geschichte, wie gesagt, möchte ich noch später weiterführen. Kreaturen fehlen uns auch noch. Ja, 3 Stück und Monumente auch noch 3. Und ja. Und der sieht auch nicht mehr so gut aus, der Wal. Ja, mit den schönen Bildern möchte ich mich einfach mal wieder von euch verabschieden für diese Folge. Ich freue mich natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Submerged. Ja, und dann sehen wir uns wieder in einer weiteren unbekannten Reise. Also, macht's gut. Tschüss.